Servus und hallo zusammen. Heute ein Video für euch aus der American Whiskey Academy, sprich aus der Bar der American Whiskey Academy. Und vorstellen werde ich euch heute den Woodford Reserve Rye Whiskey. Viel Spaß und bis gleich nach dem Intro. Servus und hallo zusammen. Schön, dass du auch heute wieder bei meinem neuen Video dabei bist. Heute mal von einem anderen Ort und zwar aus der Bar der American Whiskey Akademie in München. Ich habe die Möglichkeit gekriegt, dass ich hier heute für euch ein Video machen kann. Also habe ich mir gedacht, verkoste ich doch heute einmal hier den Whisky. Und wie im Vorspann schon angekündigt, werde ich für euch heute den Woodford Reserved American Straight Rye Whisky verkosten. Ich habe dieses feine Fläschchen mit einem Sample-Inhalt noch vom guten Jason von Whisky aus der Sicht eines Amerikaners bekommen. Vielen Dank hierfür. Und den werde ich heute mit euch verkosten. Jetzt schaue ich mal, was ich euch noch darüber erzählen kann. Die Mashbill als allererstes, was ich ja tatsächlich bei amerikanischem Whisky für ziemlich wichtig empfinde. Er hat einen Roggenanteil von 53%, was wirklich angenehm hoch ist, 33% Mais und 14% gemälzte Gerste. Ich nehme mir jetzt den Zettel mal zur Hand, sonst muss ich da nämlich immer runterschauen. Er hat 45,2 Volumenprozent Alkohol, entspricht 90,4 amerikanischen Proof. Er wird destilliert von Woodford Reserve, wobei ich gehört haben mag, dass Woodford Reserve sein Destillat für den Rye Whisky von MGP bekommt. Ich glaube, dass das Richtige ist. Preis, Alter und Lagerung kann ich jetzt nicht wirklich viel dazu sagen. Es ist ein Straight Whisky, also muss er mindestens, wenn keine Altersangabe draufsteht, 4 Jahre in amerikanischer Weißeiche gelagert haben. Und das hat auch sicherlich dieser hier gemacht. Wenn ich noch was drüber nachlesen kann, dann werde ich es euch hier oben noch einblenden. Er kommt, wie gesagt, es ist ein Kentucky Straight Bourbon aus besagtem Bundesstaat. Der Besitzer von Woodford Reserve ist Brown Forman und der Master Distiller Chris Morris hat angeblich die Fässer für diese Abfüllungen hier handverlesen ausgesucht. Mehr kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Also man sieht tatsächlich, es sind einzelne relativ kleine Abfüllungen, weil man hier tatsächlich auch die Batchnummer und die Bottle-Anzahl draufdruckt. Aber ich werde euch sicherlich auch hier noch größere Bilder von dieser Flasche im Video einblenden. Aber damit das Video heute nicht wieder so lang wird, möchte ich doch gleich zur Verkostung schreiten. Ich habe mir den guten Tropfen hier schon ins Glas eingeschenkt. Ich werde ihn euch mal hier in die Kamera halten. Jawohl, jetzt sieht man schön. Er spielt wirklich sehr schön hier in diesem Glas und er zieht auch wirklich ganz angenehme Lags, soweit man es durch diesen Facettenschliff hier beurteilen kann. Jetzt schaue ich mal, was mir der Woodford Reserve Kentucky Straight Rye so in der Nase sagen kann. Eine schöne, weiche und angenehme Rye-Note. Ist wirklich ein sehr, sehr weicher Whisky. Was ich auch finden kann, sind Kräuter wie Liebstöckel und die Süße, die er so ausstrahlt, hat eine leichte Popcorn-Note, aber vielmehr ist tatsächlich so eine leicht runde marzipanige Note zu finden. Eine wirklich schöne, runde, angenehme Rye-Note. Jetzt schaue ich mal, was mir der Woodford Reserve so auf der Zunge sagen kann. Cheers!
Er hat eine... Mein erster Schluck Alkohol am heutigen Tag. Und den spüre ich doch kräftig im Hals, obwohl er eigentlich nur, 45,2 Volumenprozent ist jetzt auch nicht zu wenig. Ein kräftiger Antritt. Dabei bleibt er aber immer weich und rund. Er hat eine richtig schöne, kräftige Roggennote auf der Zunge. Im Abgang jetzt vielleicht so eine ganz leichte, zarte Bitterkeit, die aber so richtig schön mit der Roggennote spielt. Jetzt probiere ich gleich nochmal. Beim zweiten Schluck kann man ja, also ich zumindest, oft mehr schmecken. Mein Mund hat sich jetzt ganz eindeutig viel besser dran gewöhnt. Er ist richtig schön weich, mundauskleidend ölig auf der Zunge und an den Wangenrändern. Im Geschmack habe ich jetzt so eine richtig tolle Kräuterigkeit wie Liebstöckel und vielleicht so ein bisschen, ich habe das letztens auch erstmal irgendwo gehört, es ist so ein bisschen Gemüsebeet. Also jetzt nicht, als wenn ich Gemüse essen würde, sondern wir haben bei uns einen richtig schönen, weiten Gemüsegarten. Und wenn ich mich da im Sommer reinstelle und von überall die verschiedenen Kräuter, Gewürze und verschiedenen Gemüse, wie jetzt Paprika, Zucchini, Tomaten und auch noch so das Kartoffelkraut und so, dieses ganze Potpourri, genau das, so diese Mischung, die habe ich ganz toll auf der Zunge. Das ist lecker. Einmal gebe ich ihm noch die Chance. Schön. Und der Roggen ist immer da. Bleibt total lecker auf der Zunge. Ich komme jetzt zu meinem Fazit. Es ärgert mich gerade so ein bisschen, dass ich nicht nach dem Preis geschaut habe, wie viel das er kostet, aber ich meine, dass er nicht zu teuer ist. Ich möchte sagen, wer auf American Rye Whisky steht, der sollte sich den Woodford Reserve doch mal einkaufen, ein Sample besorgen. Ich glaube, dass er ein gutes Stück unter 50 Euro liegt, also ich meine jetzt hat mal irgendwo zwischen 30 und 50 Euro geschätzt. Den kann man sich schon mal ins Haus tun und ich bin mir tatsächlich sicher, ich hatte ja nur diese Anbruchflasche, dass ich mir bei Gelegenheit im Laufe des nächsten Jahres, denke ich mal, eine von diesen leckeren Flaschen zu Hause hinstelle, damit ich ihn noch mal ganz gemütlich auf der Couch für mich an einem warmen, ruhigen Moment verkosten kann. Ein schöner Whisky. Noten habe ich immer noch nicht. Habt ihr gesehen, aber wird bestimmt irgendwann mal kommen. Es freut mich sehr, dass du auch heute wieder bei meinem Video dabei gewesen bist. Schön, dass du so lange durchgehalten hast. Denkt immer dran, erzählt euren Verwandten und Bekannten vielleicht von meinem Kanal, euren Whisky-Freunden von meinem Kanal, dass auch die mal reinschauen und mir vielleicht ein Like oder vielleicht gar ein Abo dalassen. Es war schön, dass du mir zugeschaut hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Immer einen guten Genuss, dein Konstantin von Whisky Enjoy. Tschüss!